Hallöchen und wieder ein herzliches Willkommen zurück zu StarCraft II Legacy of the Void. Hat ja doch jetzt sehr, sehr, sehr lange gedauert, bis ich wieder mal auch den Mut gefasst habe, weiterzuspielen, nachdem ich es noch einmal versucht hatte und wieder kläglich gescheitert bin. Habe ich jetzt quasi komplett alles über den Haufen geschmissen. Ich habe jetzt quasi die komplette Armee mal komplett umgebaut mit Trägerschiffen, mit anderen Einheiten, mit den Arbeitern, weil die tarnen können. Ich habe versucht, dafür zu sorgen, dass meine Einheiten so lange wie möglich überleben. Beziehungsweise auch Einheiten genommen, die. Ich werde auch mehr auf Kolosse gehen. Ich glaube, beim letzten Versuch habe ich ja quasi Kolosse tatsächlich ja gar nichts gemacht. Oder so gut wie gar nichts. War wahrscheinlich auch ein Fehler. Habe auch Einheiten genommen, die sich wieder selbst heilen können oder halt einfach lange überleben können. Und probiere es jetzt nochmal. Falls es doch wieder schief Ach, gehen sollte. Mirage. Willkommen beim Solarkern. Hi, ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Beim Solarkern habe ich auch nochmal umgebaut, hier mal andere Fähigkeiten. Ja, mal gucken. Ich dachte mir, ich spare mir Sonden, indem ich einfach sage, hier komm, das scheiß Gas will ich nicht selbst abbauen müssen, dafür will ich keine Sonden bereitstellen. Weil Ressourcen waren ja auch das große Problem, fand ich. Und so spare ich mir Sonden für den Abbau von Vespingas und kann somit mehr Sonden effektiv an Mineralien arbeiten lassen. Tja. Ja, ich hoffe mal, dass es so funktionieren wird. Denn falls es wirklich nicht funktionieren will, ich will ja auch irgendwann mal die Story weiterführen, muss ich wohl oder übel einen Cheat verwenden. Weil ich einfach nicht gut genug bin, um die Mission dann eventuell zu schaffen, aber das soll mich jetzt nicht entmutigen. Ich fange an, damit ihr nicht alles nochmal sehen müsst, werde ich einen Zeitraffer durchlaufen lassen, bis zu einer bestimmten Stelle. So, ich denke mal so ab 80, 85%. Und da wird es dann wieder mehr oder weniger normal schnell laufen. Also, bis dann. Und da bin ich auch wieder. Ja, ich hoffe, der kurze Zusammenschnitt hat euch gefallen und im Moment sieht es sogar noch ganz gut aus. Also, es könnte natürlich immer besser sein, klar, aber es klappt eigentlich im Moment ganz gut, so wie ich es vorhatte. Ja, jetzt geht hier unten das Ding hoch. Das ist unschön. Naja, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das ist bald zu Ende hier. Weil. Moment, sind alle Aufgänge gut verteidigt? Gut, hier, ja. Dings hat sich natürlich wieder verabschiedet, der hier. Und ich glaube, der hier war auch zwischendurch, ist auch zwischendurch drauf gegangen, was ärgerlich ist, aber mein Gott. Kann man halt nicht ändern. Aber es hat eigentlich ganz gut funktioniert hier mit dem. Ich habe eine Menge Ressourcen. Ich kann hier mal wieder nachbauen. Oh, ich habe einen Pylon verloren, das ist unschön. Bauen wir doch hier gleich mal einen. Hier unten jetzt so. Aber wie gesagt, es sieht eigentlich prinzipiell ganz gut aus. Wir haben überall neben Eingang haben wir eine ordentliche, vernünftige Streitmacht. Und die hier kommen ja immer wieder. Und das war's mit der Sperre des Adun. Und zwar für immer.
Sie steuern ihre Schiffe direkt in die Schwere des Adun hinein. Der Kern ist in einem kritischen Zustand. Hierarch, wir können euch nicht mehr helfen. No. Ihr habt genug getan, Rohana. Der Schlüsselstein ist bald vollständig aufgeladen. Oh, er hat sich festgebaut. So lange wie möglich. Kann ich ihn irgendwie töten? Oh, hier ist sogar ein Mutterschiff jetzt. So. Sehr schick. Basis wird angegriffen. Oh Mann. Warte auf Order. In Ordnung. Wenn sie gibt es kein Bereich für den Sieg. Ihr Blut klebt an deinen Händen, Artanis. Falscher Retter. Dein Trotz bedeutet ihren Tod. So. Hierarch, es geht. Ich orte eine riesige Ansammlung von Protoss-Signaturen. Nein, toll. Und hat allen besessenen Templern befohlen, den Schlüssel zu machen. Sind die Schiffe alle kaputt? Na toll. Wir werden standhalten, Karax. Wir müssen. Wir müssen. Aber sowas von. Ich will die Mission nicht nochmal spielen. Okay, er hat sich festgebockt. Dass sie auch so intelligent sind und sich festbauen. Nach vorrücken, sonst töten die uns aus Entfernung. Das will ich nicht. Speer des Adun kann ich leider vergessen. Kommt schon, Leute, verrückt vor. Das ist geil. Witzig. Ja, jetzt einer von meinen. Messer. Und jetzt wieder zurück. Komm, wir haben es fast geschafft. 6% noch. Das ist tatsächlich, ich hätte schon beim letzten Mal nicht mit Kolosse arbeiten müssen. Die Aufgabe des Schlüsselsteins erreicht bald ihr Maximum. Der Sieg ist nah. Verliert die Hoffnung nicht. Was machen die Kolosse da vorne? Sind die denn von guten Geistern verlassen? Ah, es läuft. Sieht richtig gut aus, glaube ich. Okay, zurückziehen. Ewiglich. Oh, vorrücken. Ja, die sind nämlich schon fast tot. Oder die sind tot. Alles vorrücken. Ich hab's gleich, wir haben noch 2%, das kann uns keiner mehr nehmen. Das kann uns keiner mehr nehmen, den Sieg. Ja, diesen Sieg kann uns keiner mehr nehmen. Ja, geschafft! Geschafft, Leute! Woo! Alter, 30 Minuten geht das. Yes! Die Energiematrix ist aufgeladen. Der Schlüsselstein ist bereit, Hierarch. Krieger, zieht euch zum Schlüsselstein zurück. Lasst sie kommen. Glaubt euch schon.
Taro Atalis! Der Gefallene wurde in die Leere zurückgeschickt. Vorerst sind wir frei. Und all das dank euch. Ich werde den großen Traum unserer vereinigten Spezies verwirklichen. Wir werden die Überlebenden versammeln. Unsere Städte neu errichten. Was uns einst trennte, soll fallen und einer neuen Gesellschaft weichen. Gemeinsam werden wir unsere Bestimmung zwischen den Sternen formen. Ja. Puh. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, geschafft. Das hat ewig gedauert. Ich hatte so scheiße Schiss vor dieser Mission. Und ich beim letzten Mal ja quasi keine Chance hatte. War es aber durch diese Umstellung mit den anderen Schiffen, durch den Aufbau auf Träger und Kolossen und durch den vermehrten Bau von Protonkanonen, hat sich das so unglaublich vereinfacht. Das ist unglaublich. Das war jetzt nicht mehr zu vergleichen mit dem ersten Versuch. Aber auch beim zweiten Versuch hatte ich ja quasi auch die gleiche Konstellation wie beim ersten genommen und das war quasi genauso scheiße. Also Es war jetzt eindeutig der beste Versuch. Und ich bin froh, dass ich diesen Scheiß endlich geschafft habe. Oh Mann, bin ich glücklich. Wir haben sogar alles geholt, ey. Hab ich. Letzte Lösung 20 Schiffe der Golden Armor mit den Bordwaffen der Speer des Adun außer Gefecht. Hab ich anscheinend. Verluste der Armor durch die Speer des Adun. Ein Schiff. Es könnte sein, dass es vielleicht durch einen alten Versuch war oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Voll kalabriert. Schließen Sie Erlösung auf den Schwierigkeiten nochmal, ohne da einen Nexus der verbündeten Protoss zu verlieren. Hey, das haben wir geschafft. 1300 Einheiten haben wir vernichtet. Und ich habe 260 befehligt. Wie geht das denn? Wie kann ich 260 Einheiten? Ich kann auch maximal 200 nur haben. Egal, ich hoffe, euch hat's gefallen. Aber ich glaube, das ist noch nicht vorbei. Es geht, glaube ich, noch weiter. Es kann jetzt alles nicht mehr so schlimm werden. Wie kann das sein? Hirach, wir empfangen eine nicht autorisierte Übertragung. Sie stammt aus... Ulna. Es ist Kerrigan. Bis? Kerrigan? Das ist jetzt ungewöhnlich. Warum Kerrigan? Ja, geschafft! Jetzt haben wir den Epilog. Aber... Bei mir geklingelt, aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Bis dann, cheerio!